Der wartet uns schon zum Aussaugen. Und jetzt? Jetzt muss ich herausfinden, wo sich die Drachenschriftrolle befindet. Alle drei Elder Scrolls. Na herrlich. Muss ich hier erstmal raus. Ah, jetzt kann ich hier raus. Gott sei Dank muss ich das nicht nochmal alles durchlaufen hier. Aber das ist bei Skyrim eigentlich echt geil gemacht, dass man auch die, Dungeons und so, das muss man alles nicht nochmal durchlaufen, sondern es gibt immer irgendeine Abkürzung. Hier zum Beispiel, jetzt können wir das Schnellreisesystem benutzen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Und... Ah, wieder zur Akademie von Winterfeste zurück. Dann bin ich ja mal gespannt, wo sich die letzte Elder Scroll befindet. Der Urak weiß es sicher. Der weiß ja irgendwie alles, was mit Büchern und Schriften und Zeitschriften und alles zu tun hat. Fühlt ihr euch? Bäh. Wir alle schulden euch Dank. Ja, lasst mich durch. Eure Position ist. Okay. Hä? Ah. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Ich suche die letzte Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit? Wisst ihr denn überhaupt, wonach ihr da fragt? Natürlich tue ich das. Habt ihr nun eine? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Ich muss eine finden und ich habe gehört, dass ihr mir helfen könnt. Ich weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat. Aber ich werde tun, was ich kann. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Und jetzt? Hallo? Und was wollt ihr damit? Wisst ihr denn überhaupt, wonach ihr da fragt? Achso, der holt uns das jetzt, oder was? Na, bin ich ja mal gespannt. Oder setzt er sich jetzt nur an seinen Platz und... Ah, ne. Hä? Was macht der? Hier, bitte. Kleckert sie nicht voll. Ja, wir haben es gelesen, ne? Dieses Gedankenbuch ist komplett unverständlich. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Na klasse. Ist er tot? Wahrscheinlich ist er das. Oh nein. Das hoffe ich nicht. Aber ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen und wir standen uns sehr nahe. Er entwickelte eine Besessenheit für die Dwemer. Sagte, er habe ein altes Artefakt gefunden und zog gen Norden. Habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Irgendwo in die Eisfelder, wenn ihr ihn suchen wollt. Haha, na dann. Questmarker bitte. Finde Septimus Signus. Okay. Kein Questmarker. Doch, da. Hatte ich schon Angst. Gott sei Dank haben die meisten Quests hier einen Questmarker.
Gott, wo ist denn das, bitteschön? Ich tu mal da schnell hinreisen. Wer ist da? So. Ah ja, jetzt lernen wir erstmal ein bisschen was. Erstmal Bücher. Ach, wir haben eine Schriftrolle dabei, oder was? 20 wiegt das Ding. Ach du Kacke. Nebelmann beschwören, leichter Schuss, Knochenmann beschwören. Ja. So. Jetzt ordnen wir erstmal unsere Favoriten nochmal neu. So. Umwandeln und Eisenhaut nutzen wir ja eh nicht. Und wenn ich es mal brauche, dann, ja, dann kann ich es ja wieder reintun. So, Illusion. Noch nie eingesetzt. So, Feuerball brauchen wir auf jeden Fall. Beschwörung. Abak brauchen wir erstmal nicht. Leichnam wiederbeleben ist ja vollkommener Mumpitz. Nebelmann und... Der Nebelmann ist schon Adept. Der Knochenmann ist Lehrling. Nochmal einen Bogenschützen. Statt einen Nebelmann aus dem Seelengrab für 30 Sekunden. Für 60 Sekunden. Machen wir mal den Knochenmann rein. Wiederherstellung. Heilung anderer. Das könnte mal entspannt werden. So, Schreie, Kräfte. Assassinengeist beschwören, okay. Beschwört den Geist des legendären Assassinen, okay. Cool. Drachenhaut. Ah, okay. Und aktive Effekte. Ataxie müssen wir noch heilen. Ja, ja. Oh, Stachelgras für uns. Er ist da gerade ein Hase ins Wasser gerannt. Oh ja. Schlachterfischeier nehme ich immer gerne. Und da vorne habe ich doch schon eine Höhle auf meinem Radar. Gegner gibt es hier glücklicherweise keine. Ah, Septimus Dignus Außenposten. Na dann. Mal rein da, besuchen wir den guten Septimus doch mal. So. Oh, cool. Hallöchen. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit den Schriftrollen der Alten auskennt, Septimus. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest. Mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Und wo ist die Schriftrolle? Hier. Hä? Nun, hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus Tamriel. In der Nähe. Super. Relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Ja. Könnt ihr mir jetzt die Schriftrolle besorgen oder könnt ihr mir zumindest dabei helfen, sie zu besorgen oder nicht? Ich werde nämlich ungeduldig. Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Ach, was wollt ihr? Ist immer das Gleiche. Seht dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse. Tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind.
Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer-Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Und wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von Sarg, Alfdant. Der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter. Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Wie gelange ich jetzt hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dwemer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dwemer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sarg und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Okay. Die Dunkelheit macht mir nichts aus, aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Grab, Dwemer, in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen. Na, dann mal los. Zwergenruine, wir kommen. Sogar gar nicht mal so weit weg. Ich denke mal, vom Leuchtturm aus erreichen wir es am schnellsten, oder? Also ich hoffe zumindest. Und danach werde ich mal eine Aufnahmepause machen, weil für heute bin ich irgendwie ein wenig ermüdet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war eigentlich schon lange genug unter der Erde, aber wenn ihr hineingehen wollt, folge ich euch. Zickt die auch noch rum hier. Lydia war wenigstens immer voller Tatendrang. Ich würde mal sagen, wir entdecken das jetzt schnell, reisen dann zurück nach Weißlauf, verwalten alles und weil wir haben ja einiges zum Ablegen. Okay. Ist ja voll gefährlich hier. Oh, ich bin falsch gelaufen, Mami. Kann man da vielleicht nach oben kommen? Ah, natürlich.